Das erste, was ich mache, wenn ich aufgewacht bin, ist mein Bauch eincremen. Ich verwende da die Stretchmark Tummy Cream von Rituals, um Dehnungsstreifung vorzubeugen, und das massiere ich dann schön ein. Dann stehe ich auf und mache erstmal mein Bett. Diesmal mit meinem Schatzi, der das eigentlich sehr, sehr ungern macht. Aber ich persönlich finde es mega wichtig, das Bett zu machen. Findet ihr das auch wichtig? Dann räume ich erstmal ein bisschen auf. Wir haben im Zimmer immer einen Stuhl, wo wir alle unsere Klamotten einfach draufschmeißen. Habt ihr sowas auch? Die Klamotten, die man nochmal anziehen kann, falte ich und räume die meistens wieder in meinen Schrank oder halt in Julis. Und ja, Wäsche, die man nicht mehr anziehen kann, werfe ich natürlich in die Wäsche. Dann geht's ab nach unten in die Küche. Da gibt es meistens immer etwas aufzuräumen, ob es Geschirr ist oder Krümel auf den Tresen. Das räume ich meistens immer alles erstmal weg, bevor ich es eigentlich kurz danach wieder dreckig mache. Dann finde ich es mega wichtig, morgens erstmal viel Wasser zu trinken. Das weckt einen richtig auf, finde ich, und man fühlt sich schon viel, viel fitter. Dann checke ich morgens natürlich auch immer meine Social Media Accounts und schaue, was ihr so kommentiert habt. Auf Instagram unter meinen Fotos oder auf YouTube auf unseren Uncut Vlogs. Also schau einfach, was ich so verpasst habe. Dann geht's ab ins Bad und erstmal binde ich mir meine Haare weg, damit sie nicht im Gesicht rumfliegen und nicht stören. Und meistens mache ich auch immer dieses süße Haarband drum. Danach fragen mich echt mega viele. Das ist übrigens von der Body Shop. Dann putze ich mir direkt meine Zähne und mache meine Gesichtspflegeroutine. Zum Reinigen verwende ich immer noch von Kiehl's den Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Das ist ein sehr, sehr milder Reiniger und deshalb auch super für sensible Haut geeignet. Dann trockne ich mein Gesicht ab und trage das Clearly Corrective Dark Spot Solution auf, um meine Aknenarben zu mildern. Also ich verwende das jetzt schon seit einiger Zeit und bin echt zufrieden. Und wenn das eingezogen ist, trage ich auch schon meine derzeitige Tagescreme auf von Kiehl's, die Ultra Facial Cream. Dann mache ich mich ready für den Tag. Seit meiner Schwangerschaft bin ich echt mega faul geworden, was das Schminken angeht. Deshalb mache ich auch nur grob mein Tages-Make-up. Als Primer verwende ich den neuen Professional Pearl Primer von Benefit. Der schimmert ganz leicht und macht echt einen schönen Glow. Meine Foundation mische ich zurzeit, um einigermaßen den perfekten Hautton zu treffen. Das verblende ich schön mit meinem Beauty Blender und dann kommen wir auch schon zum Concealer. Da verwende ich von Too Faced zwei verschiedene Hauttöne und mische es wieder. Also ich muss zurzeit alles mischen. Das Ganze sette ich mit einem Puder und dann trage ich einen ganz leichten Bronzer auf, der von Benefit Hoola Light. Mein Lieblingsblush von Benefit darf natürlich auch nicht fehlen, den Rocateur. Der hat den perfekten Blushton, finde ich, und schimmert ganz leicht. Als Highlighter verwende ich von Huda Beauty diese geile Highlighter-Palette. Ich habe mich echt verliebt. Zuerst trage ich einen Creme-Highlighter auf und dann mische ich diese zwei und trage es auf meinen Wangen auf. Sometimes your turns makes me dizzy.
But with you, für meine Augenbrauen verwende ich gerade ein Eyebrow Gel von NYX oder NYX. Und ich weiß, die Farbe passt nicht perfekt überein mit meinen Augenbrauen, aber ich hatte jetzt leider nichts Passenderes und ich finde das eigentlich ganz gut. Deswegen, ja, habe ich es mal aufgetragen. Mein Augen-Make-up halte ich ganz schlicht, mache nur ganz leichte Schattierungen, trage etwas Highlighter auf und ja, das war es eigentlich auch schon. Dann kommen wir zum Allerwichtigsten eigentlich, und zwar die Wimpern. Und da trage ich zwei verschiedene Mascaras auf. Einmal von L'Oreal, die Paradise Ecstatic. Dann lasse ich das etwas antrocknen und trage in der Zwischenzeit ein Nude-Kajal auf meiner Wasserlinie auf, damit wirken meine Augen einfach viel, viel größer. Und ja, danach trage ich noch eine Schicht von der Benefit Bad Gal Mascara auf. Die ist echt mega, mega gut. Bevor ich meinen Lippenstift auftrage, trage ich eine leichte Lippenpflege auf, weil meine Lippen echt sehr, sehr schnell austrocknen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Make-up. Dann schneide ich meistens die Vlogs für Uncut, unseren Zweitkanal. Falls ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Dort gibt es regelmäßig Vlogs von uns und unserem Alltag. Und währenddessen frühstücke ich meistens. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meiner Morgenroutine. Danke fürs Zuschauen übrigens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr mehr Routinenvideos haben wollt, beziehungsweise eine passende Abendroutine oder sowas, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!